Ja, meine Damen und Herren, und ein recht herzliches Willkommen zu dem Spiel Pokémon Carpador Jump oder auch besser bekannt unter Magikarp Jump im Englischen. Ich habe mal gedacht, jetzt wo die deutsche Sprachausgabe endlich draußen ist, kann ich es euch auch endlich mal zeigen. Ich wollte es denn nämlich schon die ganze Zeit spielen, bloß ich verstehe kein Italienisch, deswegen möchte ich hier natürlich beginnen. Wenn du ein neues Spiel beginnen möchtest, wähle neues Spiel aus. Wenn du einen anderen Spielstand fortsetzen möchtest, dann wähle Datentransfer aus. Nee, wir möchten ein neues Spiel beginnen. Geburtsjahr, ich bin schon uralt. Fertig. Und Geburtsmonat ist natürlich... Oh, ich muss natürlich hier 05 eingeben. Das ist natürlich der Mai. Ist die Eingabe korrekt? Ja, das stimmt. Ich bin alt genug für dieses Spiel. Jetzt lass mich loslegen. Willkommen in der Welt von Carpador Jump. Mein Name ist... Wie heißt du? Ich bin der Bürgermeister des wunderschönen Städtchens Karpstadt. Warum auch nicht? Die Bewohner von Karpstadt sind ganz verrückt nach Carpador. Wo man geht und steht, werden Carpador trainiert. Der Lebenssinn eines Carpadors ist Platschen und Springen. Also Sprungfeder und Platscher einzusetzen. So manche behauptet, es sei ein Schwächling und völlig nutzlos, aber tief in uns drin lieben wir Carpador doch alle, denn egal was auch passiert, ein Carpador gibt nie auf und springt immer weiter, das zeugt von Charakter. Oh mein Gott, jetzt springen die ganzen Carpador rum. Deshalb habe ich in dieser Region einen ganz besonderen Brauch entwickelt. Wir lassen unsere Carpador in insgesamt 8 Ligen gegeneinander wettspringen, oh mein Gott. Seit langem hat es aber leider kein Carpador mehr aus unserer Stadt zum Champion geschafft. Selbst unsere Carpador verlieren langsam den Mut. Nein, da gehen die ganzen Carpador weg. Die meisten von ihnen können sich nicht mal mehr zu einem kleinen Hopse durchringen. Das geht so nicht weiter und hier kommst du ins Spiel. Okay. Wunderschön. Natürlich, ich bin ein toller Pokémon-Züchter und ich musste natürlich in allen Ligen antreten. So. Nichts würde mich glücklicher machen, als zu sehen, wie du und dein Carpador die Spitze der 8 Ligen erklimmt. Aber selbstverständlich doch. Was für ein Carpador denn? Wenn das so ist, folge mir bitte. Jetzt hat er tatsächlich sein Professorgewand ausgezogen. Aha. Da sind 3 alte Angeln. Okay, aber jetzt, wo ich schon etwas älter bin, gehe ich es langsamer an. Wir besorgen dir jetzt ein Carpador. Lass mich zunächst eine passende alte Angel für dich aussuchen. Ja, die ist genau richtig. Dö-dö-dö-dün. Bye, bye. So, dann einmal angeln bitte. Ah. Ich habe ein Carpador geangelt. Ja, genau das habe ich getan. Aha, Level 1, maximal Level 11, Musterung normal, okay. Keine Ahnung, ich wähle jetzt einfach mal dieses Carpador aus. Tadam! Okay, jetzt muss ich Carpador auch noch züchten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Die Sprungkraft steigern. Um in einer Liga zu gewinnen, muss die Sprungkraft deines Carpadors steigern. Okay, wie mache ich das? Wenn du ein essbare Gegenstände berührst, wird dein Carpador sie verputzen. Alles klar. Yam, 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 yam. Okay. Yam, 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 yam. Om nom nom. Mampf, mampf, mampf. So. Ah. Kann man hier sogar noch mehr angeln? Hier auch. Okay, Trainingseinheiten. Trainieren wir das Carpador doch einfach mal. Wenn man schon trainieren soll, das heutige Training ist... 129 heißt Sprungzähler. Okay, was mache ich da? Carpador, springen. LOL, 100 Punkte, easy, toll. KP um 244 gestiegen, als ob. Übertreib halt.
Bist dich nun bereit, in der Liga zu beweisen. Ging ja aber schnell. So, dann machen wir Liga. In einer Liga kämpfen dein Kabador und die deiner Rivalen mit dem höchsten Sprung. Aber selbstverständlich tun wir das. Gegner duellieren. Okay, Freundesliga. Hier ist euer Karpsten. Oh mein Gott. Und ich werde für euch kommentieren. Ja. Spring, Karpador. Komm. Spring, Karpador. Und auf geht's. Ha! Ich bin höher gesprungen. Wow. Aber voll viel, ne? 6,60 Meter. So, und was bekomme ich? Ein Erfahrungspunkt. Okay, 4 Münzen bekomme ich auch noch. Ingame-Währung ist immer gut. Das ist ein guter Einstieg in dein Abenteuer. Auf in eine Welt aus Träumen und Freundschaft. Auf in die Welt von Karpador Jump. Yay, jetzt springen wir umher. Karpador züchten leicht gemacht. Füttere, trainiere, dein Karpador ist auf die Liga vorzubereiten. Bla bla bla. So. Okay, alles klar, bekommen 100 Diamanten, Trainingstrank, Liga-Spray. So, erstmal essen. Essen ist immer gut. Levelaufstieg. Da ist noch was. So. Was macht Stadt? Mit den Münzen, die du in der Liga erhalten hast, kannst du nützliche Dinge für dein Karpador einkaufen. Yay, da ist ein Pokémon-Supermarkt. Futter, Training, Münzladen. Was kann man hier kaufen? Du kannst Futter kaufen, das anschnuffen, um deinen Körper doch noch schneller wachsen zu lassen. Okay. Also man kann hier immer Sachen einkaufen. Gucken wir mal. Was mache ich bei Training? Ja, kaufen wir mal ein paar Trainingssäcke. So, zurück. Wo ist das nächste? Hier ist noch eine Sinelbeere. So, wir können eigentlich... Was machen wir hier im Menü? Kaufen, Optionen. Bezwinge die Flottliga. Ne, ich will die Aufnahme noch nicht beenden. Mein Aufnahmeprogramm läuft da so ein bisschen im Hintergrund. So. Dann machen wir los. Auf geht's. Auf geht's in die Flottliga. Duell Nummer 2. Duellieren. Hilfe. Herzlich willkommen zur Freundesliga. Hier ist euer Karpsten. Auch in dem heutigen Wettstreit werde ich wieder für euch kommentieren. Das ist Kampf Nummer 2 in dieser Liga. Karpador scheint noch etwas schwach auf den Gräten zu sein. Wie wird sich unser Herausforderer schlagen? Die Spannung ist unerträglich. So, dann springen wir mal los. Spring, Karpador! Oh, was? Gleich hoch? Oh, das wird spannend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! 8 Zentimeter, alles klar. Glück gehabt. So, jetzt sind wir Level 2. Züchterrang. Bringt uns 10 Diamanten ein. Die Karpador, die du am Teich angeln kannst, erreichen nun einen maximalen Level von 12. Okay. Das ist natürlich sehr nett. Das wäre natürlich auch gut zu wissen, wie ich denn... So, da ist Duell Nummer 3, aber ich glaube nicht. Ligapunkt wurde wiederhergestellt. Karte, Preise... Brauchen wir noch alles nicht. Erstmal ein bisschen essen. Ham, ham, ham. Brauchen erstmal hier... wie komme ich denn zu... Wie komme ich denn zu dem Teich eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich esse jetzt hier die ganze Zeit. Trainieren. Komm, ich trainiere es mal.
Okay, der Sprungzähler. Mal wieder. Neun, was heißt das? Exzellent. Ergebnis. KP um... Ah, what the fuck? Alter Schwede. Kommt jemand auf uns zugelaufen? Na, wer bist du denn? Ereignisse treten ein, wenn man es wenigstens erwartet. Lasst sich überraschen. Das Nugget. Hallo. Okay, und was bringt mir Nugget? Gebt mir das Nugget. 5 Münzen. Wow. Sehr nett. Mysteriös. Also Mysteriös. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So viel KP. Alter Schwede. Übertreib halt einfach. Was macht das denn? Bonus für Level 5, okay. Alter, krass, wir haben 1300 Punkte. Ich würde mal sagen, das reicht nochmal, um hier in die Liga zu gehen. Komm, das können wir jetzt mal in Angriff nehmen. Also ich glaube, jetzt habe ich hier bessere Chancen. So, den Live-Bericht überspringen wir mal. Komm, spring, Carpador! Auf geht's! Ja, also ich glaube, das war jetzt wohl sehr deutlich. Also, ja, 13 Meter. Also, hätte mich jetzt gewundert, wenn es nicht geklappt hätte. So, Rang 2. Machen wir okay. Okay. Krass, das Spiel macht schon ein bisschen Bock, finde ich. Also, ihr könnt mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, es ist eine nette Abwechslung für zwischendurch. Vor allen Dingen, es treten auch echt viele Ereignisse so ein. Und immer schön brav essen. Das ist immer wichtig. Training. Ich könnte eigentlich wieder Training machen, aber mein Carpador hat schon fast das Max-Level erreicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich noch was bringt. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Punkte geholt. So, machen wir wieder duellieren. Jetzt müsste ja unser Carpador ziemlich hoch springen. Also 1,13,70 Meter. So, spring, Carpador, los! Und... Ja, immer noch höher. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ja, der Gegner kommt aber immer näher. 11,19 Meter. Es wird langsam knapp. So, Belohnung erhalten. Belohnung erhalten. So, Duell Nummer 5 scheint wohl ein bisschen komplizierter zu werden. Ich möchte eigentlich gerne mal in die Stadt. Preisel. Schalte Pikachu als Helfer-Pokémon frei. Karte. Okay. Immer schön brav essen. Essen ist eine gute Geschichte. In meinem Menü komme ich denn dekorieren, Erfolge, Details. Das bringt mir Inventar. Verhindert die Entwicklung, solange er in deinem Besitz ist. Okay. Es scheint wohl wichtig zu sein, dass man Carpador nicht entwickelt, weil wenn es Gyarados wird, kann man es wohl freilassen. Wie komme ich denn zu dem Teich? Das frage ich mich nur gerade. Vielleicht bei Stadt? Futter, Training, Archiv. Was bringt mir Archiv? Ruhmeshalle. Ereignisse. Musterung. Entdeckt 5%. Ich müsste halt nur mal wissen, wo man dieses blöde Carpador angeln kann. Irgendwie weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ich komme ja ein bisschen... Spitzname des Carpadors. Carpador. Ich esse die ganze Zeit nur Menschenskinder. Ich versuche jetzt noch einmal, aber... Ey, ich kann das Carpador kaum sehen. So. Ich versuch's jetzt einfach. Flossian. Oh Mann, haben die alle geniale Namen.
Oh oh, Meister der Freundesliga. Warum sind denen ihre Carpadors eigentlich immer größer als meine? Müssen sie eigentlich immer den größeren haben? Ja, ich lasse Flachwitze. Bitte nicht flach. Wow. Wow, das war haschaf. Und? Oh Gott, gut, dass ich ein bisschen gegessen hab. Ey, das war ja gerade mal sauknapp. Gut. Glück gehabt. Da haben wir hier die Freundesliga gepackt, würde ich mal sagen, ne? Dam, 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 dam. Das ist ein guter Abschluss für die erste Folge. Da, 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 da. Da hüpft mein Carpador. Freundesliga gemeistert. Yay! Zum Fortsetzen berühren. Erfahrungspunkte 2. So, gib mir die Erfahrungspunkte. Was bekomme ich noch? Freundesmedaille. Da, 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 da. Aber es gibt nur 6, keine 8. Das Siegerfoto wurde im Archiv gespeichert. Sehr schön. 6 Münzen. Hahaha. Diamanten 25. Und Pikachu. Warum auch nicht? So, was bringt mir Pikachu? Items können sich nicht in Pokémon verwandeln. Das funktioniert nicht. Okay. Helfer-Pokémon Pikachu ist im Aquarium. So, was bringt mir das jetzt? Ach, guck mal an. Berührst du Pikachu, wenn ein Symbol über ihm scheint? Ach, man kann das auch nach oben bewegen. Ich bin so doof. Oh, Mann. Schatz voraus, yay, 9 Münzen erhalten. So, essen, 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 essen. So, essen. Nein, erstmal nicht. Was ist das? Okay. Nein, ich will das nicht. Schließen. So. Okay, Helfer Pokémon Pikachu. Carpador ist jetzt ausgewachsen. Seine Musterung tritt deutlich hervor. Okay. Ich müsste halt nur wissen, wo ich denn angeln kann. Aber ich glaube, das gucke ich jetzt einfach das nächste Mal nach. Ihr könnt ja schon mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr denn so das Ganze findet. Ob ihr es denn auch vielleicht schon spielt. Würde mich jedenfalls sehr interessieren. Auch das nächste Mal hoffentlich seid ihr dann wieder dabei. Liken, hypen hier an der Stelle natürlich nicht vergessen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt von mir, könnt ihr mich natürlich hier an der Stelle auch gerne abonnieren. So, und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Tschüss.